Willkommen zurück zu TSC News. Wir sind aktuell an der Shell-Station Dietz, wie wir sehen können. Hier sind wir, wunderschön. Und wir haben ein Problem. Schaut euch die Preise an. Es ist einfach alles zu teuer gewesen. Was sagt mein Co-Moderator dazu? Ja, ist einfach schlimm. 2 Euro, ne? Für Diesel. Für Diesel. Das ist unfassbar. Ja, ist schlimm. Der kleine Frankie braucht ja auch Sprit, ne? Und bei 2 genau. Euro, was ist denn kritisch. Früher sind die Leute arbeiten gefahren, damit man sich ernähren kann. Heutzutage fahren die Leute arbeiten, damit sie Benzin und Diesel für den Weg zur Arbeit und zurück sich leisten können. Ja. Es ist, also wir bringen das jetzt vielleicht gerade ein bisschen lustig rüber, aber es ist wirklich ein Problem. Also ja. Ich sehe es als Problem, es wird einfach unfassbar teuer. Man überlegt jetzt doppelt, soll man jetzt, keine Ahnung, mit dem TRX fahren? Mhm. Ja, aber echt, stimmt. Da zahlst du halt wirklich weit über 200 Euro und bei den Preisen ist es echt nicht lustig. Nee. Vor allem, wenn man überlegt, es gibt aktuell über 14.000 Tankstellen in Deutschland. Ne? Mhm. Das ist schon krass. Aber wir haben uns heute natürlich das Prime Example besorgt. Wie gesagt, die wunderschöne Shell-Station Dietz. Ich bin heute so ein bisschen der Praktikant. Okay. Wir werden das alles mit dem lieben Timo machen, dem Inhaber von der Shell. Der Arme. Der Arme? Ja. Tut er dir jetzt schon leid? Ja. Das Gute ist, wir können ihm so ein paar Fragen stellen. Das stimmt. Was kann man so an der Shell machen? Wie viel verdient man eigentlich am Liter Diesel oder Benzin? Weil man hört, finde ich, sehr oft, ja, die Tankstelleninhaber, die können ja alles einpacken. Denen geht's gut. Das ist die geilste Zeit für die. Ist, glaube ich, nicht so. Noch wissen wir es nicht. Wir müssen mal sehen, was er sagt. Aber wir gehen jetzt mal rein und schauen uns das Ganze mal an. Also ich stelle mir das Leben als Tankstelleninhaber schon ziemlich cool vor. Weil jetzt könnte ich ja theoretisch einfach so machen und das alles mitnehmen. Das ist ja schon meins, weißt du? Das ist sehr cool. Achso, Patrick hat kein Mic. Und hier sehen wir ihn, die lebende Legende, den lieben Timo. Vielen Dank, dass wir heute da sein dürfen. Sehr gerne. Freut mich. Wie geht es dir? Sehr gut. Und euch? Ja, immer noch. Viele werden dich jetzt ja wahrscheinlich schon erkannt haben. Aus Hannover wahrscheinlich. Also aus Hannover. Aus genau. Wie hast du es gefunden in Hannover? War eine schöne Zeit für dich. War auf jeden Fall sehr cool. Wie geht's der Leber? Also? Der geht's gut. Den Teil danach hätten wir uns sparen können. Das hätten wir, Corona, aber er war auch betroffen leider. Genau, aber haben wir alle ganz gut überstanden. Ja, jetzt sind wir alle negativ. Aber ja, wir sind ja heute hier, wir dürfen ja so ein bisschen mitmachen und dir helfen, oder? Praktikum machen. Ich bin heute dein kleiner Praktikant. Genau. Alles, was du mir sagst, werde ich tun. Sehr gut. Also nicht ganz alles, weil dann kriege ich Angst. aber mit was fangen wir an, Chef? Ich würde sagen, nachdem heute Morgen Lieferung kam, ja, Chef, werden wir einmal, beziehungsweise du, okay, einmal die Lieferung kontrollieren. Und dann werden wir zumindest einen Teil davon auch verräumen. Okay, würde ich alles sagen. Klar, dann fangen wir damit direkt mal an, oder? Genau, wir gehen jetzt einfach mal ins Lager. Und dann leite mal den Weg. Übrigens, bei der Shell-Station Dietz könnt ihr auch Pakete abgeben für Hermes. Hermes-Pakete, genau. Hermes-Pakete. Hier ist der Stift. Ach, guck mal, das ist doch perfekt. Da kommen Erinnerungen, oder? Aus Hannover. Das ist doch perfekter hier YouTube-Content. Direkt erstmal Alkohol, das war's mit der Ad-Monetization. Gut, ich habe jetzt hier meine Liste, ne? Genau, fängst von oben an. Okay, also, Bitburger Pilz. Genau, dann schaust du, wo es auf dem Wagen ist. Das steht hier drüben. Das steht da drüben. Dann hakst du es quasi ab. Steht genau da, ne? Geliefert, einmal. Eins. Abhaken. Dann und haben wir. Pfand ist klar, ist da dabei. Abhaken? Nee, musst du nicht abhaken. Beck's Blue. Das haben wir hier unten. Das ist alkoholfreie. Richtig. Davon haben wir auch geliefert, eins. Jawohl. Löwenbräu Original. Genau. Ach, das haben wir auch direkt hier drüber geliefert, haben wir das einmal bekommen. Jawohl. Aber jetzt, wo wir gerade hier stehen, ne? Ja. Ich arbeite ja sehr gerne für dich. Das weiß ich. Ich bin ja Praktikant und so freue ich mich auch. Aber viele werden sich vielleicht fragen, warum sind die Preise an der Tankstelle so hoch? Ist tatsächlich allgemein jetzt natürlich durch diverse Krisen der Fall. Und größter Teil ist einfach die Steuer. Weil, ich weiß ja nicht, ob ihr es wusstet, aber der Tankstelleninhaber, ich in dem Fall, bekommt er nur einen sehr, sehr kleinen Bruchteil von dem Literpreis. Und deswegen ist man da auch immer so ein bisschen so der Blöde. Der Ungeliebte. Der Ungeliebte, richtig. Weil wir einfach der erste Kontakt der Kunden sind. Ja. Und dann lassen die Kunden das halt gerne auch, also nicht bei mir, sondern auch bei unserem Personal, den Frust raus. Mhm. Und irgendwo verständlich, muss man ganz klar sagen. Ja, aber ich glaube, wenn man eben diese Message ein bisschen spreadet mit dem, was man wirklich verdient, verstehen die vielleicht ein bisschen mehr. Wie viel Cent sind das denn etwa? Also nur etwa, roughly, muss jetzt keiner sagen. Genau, also man kann es letztendlich, man kann es jeder googeln.
Es sind zwischen 0,5 und 2 Cent pro Liter. Das ist krass. Und das ist gar nicht nichts. Viel. Und durch die Preiserhöhung verdienst du mehr? Nein. Ach, das bleibt immer konstant bei einer Provision pro Liter, ja. Weil wir, also in unserem Fall zum Beispiel, verkaufen den Kraftstoff ja auch nur im Auftrag. Mhm. Das ist ja nicht mein Kraftstoff, sondern ich verkaufe ihn nur im Auftrag für die Shell. Ja. Genau. Da ist ja ein Patrick. Einmal. Hoch die Aggression. Langsam. Langsam hier oben einmal rein. Also im Prinzip, ich bin jetzt ja heute im Prinzip dein zweites Du. Genau. Das heißt, das ist ja alles meins. Das heißt, ich kann jetzt ja eigentlich einfach trinken. Naja, fast. Du bist ja Praktikant, haben wir ja gesagt. Timo, wir haben das besprochen off camera, okay? Ach, aber ihr solltet alle mal, wenn ihr Richtung Tegernsee oder so fahrt, die stellen wir da hinten ins Regal, oben auf die Jim Beam Dosen. Okay, perfekt. Falls ihr Richtung Tegernsee oder so fahrt, solltet ihr definitiv mal hier vorbeischauen. Sehr gerne. Wir können auch hier Adresse mal gerne reinpacken. Ist nur die Frage, sollen wir die Gag Collector Produkte rausschmeißen und unsere reinpacken? Hier werden auch Gag Collector Waschprodukte verkauft. Richtig, richtig. Und ich glaube, so ein Satin Crew Glasglas wird hier gut aussehen. Der wird hier auch ganz gut reinpassen. Wir sind ja immer offen für neue Produkte in unserem Sortiment. Und von daher. Ich habe auch schon ein Problem erkannt. Gerne machen. Ich habe ein Problem erkannt. Diese komische Marke hier, ne? Ja. Kennst du ja unseren lieben Benny. Selbstverständlich. Mr. Flügel waren gestern. Das Problem werden wir hier bald lösen. Das Problem werden wir bald lösen, tatsächlich. Haben wir uns zu dritt auch schon hingesetzt und drüber gesprochen. Richtig. Und es wird auch bei uns in Zukunft DOS Performance geben. Die Ware ist sogar schon da. Das stimmt. Weil wir, die Cave ist im Prinzip Timos Außenlager. Außenlager, ja. Zahlt er auch gut Miete für, muss man sagen. Rutscht das runter? Ja, aber ich glaube, da stand noch eine Dose, oder? Da stand noch eine Dose. Kannst du unten, kannst du draufsteigen? Okay, du nicht raussteigen, da oder? Da kannst du draufsteigen, ja. Dann kannst du hochziehen und siehst du. Du hast recht. Ja. Und was kann man sonst noch so von so einer Tankstelle erzählen? Wie ist so der Alltag? Wie läuft das so ab? Was ist so dein durchschnittlicher Alltag, wenn du mal hier bist? Ein durchschnittlicher Alltag ist grundsätzlich eigentlich doch immer irgendwie anders. Okay. Es gibt Tage, an denen Bestellungen ausgeführt werden müssen. Es gibt Tage, an denen Inventuren gemacht werden müssen, um zu schauen, hier, wie ist der Bestand, wurde was geklaut oder falsch eingebucht. Wird auch was geklaut? Das würde mich echt mal interessieren. Bei uns tatsächlich nein. Wir hatten jetzt erst den Fall, da wurde eine Dose Jim Beam Cola geklaut, tatsächlich. Aber ansonsten muss man tatsächlich sagen, sind wir verschont geblieben. Chef, was soll das denn? Dann reißt du die Folie ganz ab, weil wie du hier siehst, sind alle Trays ohne Folie. Die Begründung dafür ist? Weil es nervig ist. Okay. Wenn du irgendwas rausnehmen musst und dann die Folie noch dran ist. Und in dem Fall können wir die 4 Dosen kannst du hier mit reinstellen. Okay, also das Tray auch. Und dann beim nächsten Tray, was wir dann holen, ja? Machen wir die Folie ab und stellen das Tray quasi ohne Folie oben drauf. Okay, Chef. Was machen wir jetzt? Genau. Was kommt als nächstes? Und jetzt gehen wir wieder zurück zum Wagen. Hilfe. Okay, gut. Oder wir sperren den Alex jetzt erstmal ein, damit er ein bisschen abkühlt. Jetzt können wir uns die Fanta nehmen und ich glaube, wir gehen jetzt wieder zum Alex, oder? Schauen wir mal. Da ist er. Spreche ich gerade mit der Aral? Ja, genau, perfekt. Ich wurde hier entlassen. Was? Achso, so, jetzt haben wir Fanta. Fanta. Was ist das meistgekaufte Getränk an der Shell-Station Dietz? Das meistverkaufte Getränk? Was wird so? Ich habe ja eine Vermutung. Es ist, glaube ich, relativ, also wenn man, Red Bull ist, glaube ich, an allen Standorten sehr weit oben. Aber bei uns tatsächlich auch das Bier. Bier? Bier ist, ja, willkommen in Bayern. Genau, ist ganz weit oben, fast schon gleich auf mit Red Bull. Krass. Also guck mal, ich bin jetzt ja intelligent manchmal, okay? Deswegen stelle ich jetzt hier nicht eine Flasche hin, denn es könnte funktionieren, aber wenn von außen jemand kommt, die Tür aufmacht und leicht nach vorne schubst, ist das Ding hier. Genau. Und das wollen wir nicht, ne? Wollen wir nicht. Bei den Flaschen weniger ein Problem, okay, als jetzt zum Beispiel wie hier unsere Glasflaschen. Wenn eine Glasflasche runterfällt, dann darfst du putzen. Das ist problematisch, ja. Genau.
Wo kommen die jetzt Und hin? Die kannst du jetzt alle rausräumen und die räumen wir jetzt hier unten schön ein. Ist einfach ja mit rein, das beim nächsten Mal auffüllen, dass man dann gleich griffbereit hat und das alles ein bisschen schneller geht, weil Zeit ist richtig. Geld. Ich würde sagen, wir räumen jetzt mal kurz den Rest ein. Da kann Patrick gleich nochmal so ein bisschen Cinematic-Shots machen, wie der attraktive Timo das alles macht. Nee, du bist heute Praktikant. Du musst mich aber dirigieren. Das können wir machen, aber du darfst heute verräumen. Das mache ich sehr gerne für dich, mein Meister. Sehr gut, jetzt haben wir die Ware verräumt. Hast du sehr gut gemacht. Habe ich? Hast du sehr gut gemacht. Was ist das? Das ist der Tresor. Das ist der Tresor? Beziehungsweise ein Schubladentresor, in dem hier Geld reingeschmissen wird. Ja. Und sobald man den wieder zuschiebt, geht unten eine Klappe auf und fällt dann in meinem Büro. In deinem Büro, so wie es sein muss. In den Tresor rein. Da fallen die ganzen Batzen hin. Also. So, jetzt haben wir die Ware verräumt. Ja, haben wir, Chef. Und jetzt gehen wir einmal noch nach vorne ans Regal. Drehen einmal die Etiketten rum, Facing immer nach vorne, damit es einfach sauber ausschaut. Alles klar, Chef. Und ich bin ready, Chef. Bitteschön. Vielen lieben Dank. Ich laufe jetzt auf Patrick zu. Hallo Patrick, wie geht's dir? Ich hoffe, es geht dir gut. Hier sehen wir Probleme. Hier sehen wir Probleme. Ich meine, wir können ja für den Benni können wir einmal die Red Bull-Reihe machen. Ist ja mittlerweile ein sehr guter Freund. Ja, Benni, wir haben dich alle ganz so lieb, das weißt du ja auch. Und drehen einmal kurz. Aber so ein DOS schmeckt halt wirklich besser, finde ich. Die Facings nach vorne. Das muss man einfach mal kurz sagen. Ich finde das schön, wie wir es hier zu zweit machen. Schon ein bisschen romantisch, oder? Finde ich auch. Können wir öfters machen. Ja, finde ich auch sehr angenehm. Ja, genau. Jetzt sehen wir hier diese komische Marke. Ich kenne die gar nicht, diese ganzen Dinge hier. Davon noch nie gehört, du? Toll. Genau. Das ist jetzt das schön. Das würden wir jetzt, haben wir jetzt exemplarisch gemacht, würden wir jetzt einmal komplett die Kühlung durchmachen, damit einfach die komplette Kühlung. Das heißt, du machst jetzt Pause und ich drehe alles richtig. So machen wir's. Sehr gut, dann hast du das jetzt auch geschafft und jetzt würde ich vorschlagen, jetzt machst du ein paar Minuten Pause. Oh. Ich gehe kurz telefonieren. Okay. Und dann schauen wir, was wir danach machen. Alles klar, Chef, ich darf leider nichts alleine machen. Gleich geht's weiter. So, Alex, Pause, gut überstanden? War sehr schön, sehr gute Semmeln habt ihr hier, Timo. Danke. Jetzt werden wir ein bisschen sauber machen, ein bisschen kehren. Was hat da an Leistung, der Hobel? Ja, 2,5 PS. Geil. Ich weiß nicht, ob ich damit klarkomme. Schaff mal. Schaffst sogar du. Ich schaff das? Das schaffst du. Damit werden wir jetzt erstmal die Fahrbahn reinigen und schauen dann, was sonst noch zu tun ist. Also ich muss jetzt hier am Rand vom Bordstein entlang fahren. Genau, schön die Kanten entlang. Ohne die Felgen kaputt zu fahren. Ohne die Felgen kaputt zu fahren. Oh, schau dir das an. Schön auf die Steine achten. Schön auf die Steine achten. Ey. Da haben wir es schon wieder. Ja, die Felge direkt mitgenommen. Ey, das funktioniert doch gut. Hier tankt sonst Hacki. Richtig. Ich gebe sogar einen Kaffee gratis. Ah. Genau, jetzt fährst du hier einmal rum und fährst quasi hier nochmal die Bahn entlang. Die ganze Fläche, ne? Genau. Mach ich das gut so? Machst du es sehr gut. Ist genauso wie in der Cave, da muss ich auch sauber Richtig. Machen. Richtig, quasi der kleine Bruder von Nono. Richtig, wie heißt der? Gibt keinen Namen. Was? Nein, aber dürft euch ja gerne einen aussuchen. Ja, das mit den Felgen am Bordstein hast du nicht so ganz raus, ne? Nee, aber guck mal, ich kann Wheelie machen. Das machen wir grundsätzlich auf der gesamten Fläche. Okay. Das heißt, wenn du möchtest, darfst du gerne nochmal eine Runde drehen. Ja, okay. Und danach schauen wir nochmal, ob Handschuhe aufgefüllt sind, Papier aufgefüllt ist und die Mülleimer ordentlich aussehen. Okay, Chef, und was machst du in der Zeit? Ich schau dir zu und pass auf, dass du es richtig machst. Das klingt doch sehr gut. Na, jetzt siehst du, ganz sauber war das jetzt nicht. Du darfst jetzt nochmal zurückfahren. Das wollte ich auch. Ja. Ich habe das gesehen und war mit meiner Arbeit nicht zufrieden. Sehr gut. Ich war sehr enttäuscht von mir selbst. Sehr gut. Schaust, dass du nicht ganz so nah am Bordstein gehst, dass es schön dreht. So. Genau. Das wird trotzdem nicht ganz sauber. So, jetzt haben wir die Fahrbahn gereinigt. Das glaube ich dir. Ist jetzt auch unangenehm. Unangenehm? Ja. Ja, das gehört aber leider dazu. Ja, ich mach's auch gerne und ich freue mich. Also von daher. Genau, sind wir jetzt einmal mit der Kehrmaschine drüber. Jetzt schauen wir nochmal, ob Papier aufgefüllt ist, ob die Einweghandschuhe oder Einmalhandschuhe aufgefüllt sind. Ja. Und kontrollieren einfach nochmal, ob irgendwo noch Müll rumliegt. Den heben wir dann auf
und schmeißen ihn dann einfach weg. Wie ist das denn so? Ist die allgemeine Kundschaft ordentlich oder schmeißen viele Leute viel hin? Nee, ich muss sagen, hier sind die meisten tatsächlich ordentlich. Ist ja auch die beste Stelle im Land, ne? Genau, jetzt siehst du, da oben liegen zum Beispiel Handschuhe, von wem auch immer die sind. Die können wir einmal in den Mülleimer schmeißen. Die Rolle ist voll. Nicht bei Öldosen. Genau. Was macht ein Plastikhandschuh bei Öldosen? Das ist tatsächlich der einzige Teil, wo man sagt, viele können vielleicht doch nicht wirklich lesen. Ich wollte nur, ja. Das wird nicht verschwendet, ich putze meine Nase. Oh, geil. Möchtest du halten? Nee, jetzt darfst du es gerne wegschmeißen. Ach so. Jetzt schau mal hier, ob Handschuhe aufgefüllt sind, einfach kurz rein, dann merken wir, okay, ist sie noch drin. Nicht alle reinschieben, weil sonst gibt es wieder Probleme. Dann gehen wir einmal noch darüber. Wir sehen schon mal hier, die Rolle ist voll. Das ist schon mal sehr gut. Genau. Aber es sieht nach sehr wenigen Handschuhen aus. Genau. Gut aufgepasst. Dankeschön. Dann werden wir die gleich noch auffüllen. Gerne. Und schauen jetzt einmal noch mal hier übers Gelände, ob irgendwo Müll liegt, gerade so in der Wiese. Wo ich habe Müll gefunden. Ach so. Genau, jetzt können wir hier drüben, da drüben lag noch irgendwo. Ah ja, ich sehe, da liegt was. Genau, heben wir auf, schmeißen wir weg, damit es wieder sauber aussieht. Tada! Genau, dann kannst du gleich schauen, ob die Gießkanne und der Eimer noch voll ist. Voll, voll. Wasser sieht sogar durchsichtig aus. Okay. Dann haben wir hier vorne noch im Eingangsbereich. Jetzt haben wir ja draußen alles kontrolliert, jawohl, Chef, aufgefüllt und sauber gemacht. Genau, jetzt stehen wir hier vor dem Ölcontainer. Jetzt ziehen wir da einfach mal die Öldosen alle nach vorne, damit die wieder sauber. Aber weißt du, das habe ich schon gesehen. Sauber im Regal stehen. Ich als Profi-Praktikant habe das richtiger gesehen. Richtiger Profi. Richtiger Profi. Ah, hier guck mal, wer auch immer das vorher eingeräumt hat, Timo, ne? Mit dem würde ich gerne persönlich mal sprechen. Da muss man einfach ein bisschen flexibel sein und dann klappt auch das. Also ein bisschen so zum Beispiel. Design reinbringen hier. Oh, schaut euch das mal an. Hier haben wir das schöne Kühler-Frostschutz. Damit hast du mich mal gerettet. In deinem GT4 damals noch. Ja, da war gar zwar nicht exakt mit dem, aber grundsätzlich mit. Das ganze Ding haben wir reingekriegt, ne? Ja, tatsächlich war bei dir ganz schöner Frostschutzmangel. Ich verstehe gar nicht, warum. Ich auch nicht. Keine Ahnung. Das Auto wird ja nie richtig bewegt. Und was jetzt, ist das hier? Hier kannst du schauen, welches Öl du brauchst, aber die Drehräder. Wo steht denn hier Lamborghini? B für Bugatti. Nee, gibt's auch nicht. Aber grundsätzlich ist es so, steht's in jedem Handbuch vom Auto, steht die exakte Bezeichnung vom Öl. Da hast du recht. Und immer nach der Bezeichnung gehen, weil da kannst du echt nichts falsch machen. Ja. Also immer schon ins Handbuch gucken oder an der Shell Timo fragen. Oder die Mitarbeiter an der Tankstelle fragen. Was müssen wir jetzt machen? Jetzt würde ich sagen, geh mal rein und ich glaube, ich habe gehört, dass wir vielleicht noch mal in die Metro fahren müssen. Wir müssen in die Metro? Wahrscheinlich. Wir sind dabei. Wir sind Praktikanten, wir machen alles. Leider darf ich drin als Praktikant nicht sitzen. Deswegen habe ich hier mein Wasser und warte kurz. Denn wir fahren jetzt Richtung Metro, müssen da ein paar Sachen abholen. Richtig? Jawohl. Jawohl, also Patrick, ab in die Metro. So, wir sind jetzt angekommen bei der Metro und werden jetzt natürlich die schönen Sachen für die Shell beim Einkaufen. Und einmal für Mr. PPOV extra einen Beutel Hafermilch für seinen nächsten Kaffee. Ja, es muss sein, der beschwert sich immer, dass er Hafermilch haben will. Ne? Genau, jetzt kriegt er welche. Jetzt kriegt er Hafermilch, nur für dich PPOV, ein kleines Säckchen. Wir haben jetzt alles bekommen und werden jetzt alles aber schwer einladen in das schöne Gefährt. Oh, das machst du aber gut, Timo. Hättest du das wahrscheinlich eingeräumt und dann geht's ab nach Hause. Würdest du sagen, was du bezahlt hast für so einen kleinen Einkauf bei der Metro? Na ja. Um die 800 Euro ist nur das Zeug, das ist schon echt krass. 650 Euro für wie viele Stangen Zigaretten? 10. Für 10 Stangen, das ist krass. Das ist echt viel, aber ich bringe mal den Wagen zurück, als packen. Wir sind jetzt wieder angekommen an der Shell-Station. Räumen jetzt einmal kurz alles aus. Genau. Dürfen wir dir dann noch ein paar Fragen stellen? Selbstverständlich. Machen wir dann. Ran an die Arbeit jetzt. Also mein lieber Timo. Jetzt ist man ja draußen auf der Terrasse hier, ne? Gott sei Dank, oder? Ist so angenehm bei dem Wetter. Es ist wunderschön hier. Ich mag die Atmosphäre. Aber wir wollen ja nicht nur die angenehmen Sachen hier machen. Wir haben natürlich auch noch ein paar Fragen am Start. Ja, ne? Genau. Das erste Thema bezieht sich so ein bisschen auf Alkohol. Okay? Ja. Ihr als Shell-Tankstelle verkauft natürlich Alkohol.
Natürlich. Wie seht ihr das oder was macht ihr, wenn jemand hierher kommt, anfängt zu trinken und dann besoffen ins Auto steigen will? Oder keine Ahnung, du siehst, er steigt ins Auto und fängt an, im Auto Wodka zu trinken. Na, es ist halt immer ein schwieriges Thema, was Alkohol angeht. Mhm. Letztendlich, die meisten, die hier Alkohol kaufen, kaufen es, um es mitzunehmen. Die fahren dann an den See oder nach Hause. Grundsätzlich ist das Thema hier trinken ähnlich wie im Restaurant tatsächlich. Mhm. Was machst du, wenn du essen gehst und beim Essen ein Glas Wein trinkst? Ein Gläschen Wein mittrinkst oder doch mal ein Bier trinkst? Ich glaube, da kommt es immer aufs eigene Ermessen drauf an. Grundsätzlich, wenn jemand sturzbetrunken hier wegfahren möchte, wird das definitiv verhindert. Ja. Da ist dann doch so ein bisschen die Pflicht, drauf zu schauen. Und da greifst du dann noch ein, stellst dich vor das Auto und sagst, halt, stopp. So oder so ähnlich. Okay, genau. Okay. Das ist auch schon mal eine vernünftige Antwort. Ich habe noch ein paar weitere Fragen natürlich vorbereitet für dich. Bin ich gespannt. Wir wollen natürlich nicht, dass schlechte Sachen hier passieren. Vorhin haben wir das Thema Diebstähle ja angesprochen. Mhm. Wie lange machst du das Ganze jetzt? 2 Jahre jetzt? Seit November 2019. Genau. Bei dem perfekten Zeitpunkt hast du angefangen. Kurz vor Corona angefangen. Kurz vor Corona. Ist optimal. Genau. Aber geschafft. Ne? Daran erstmal Hut ab. Ja, es funktioniert. Ich meine, es kommt viel aufs Personal drauf an. Ja. Muss man einfach sagen. Team. Aber da haben wir echt ein super Team. Und macht dann auch Spaß zu arbeiten. Schöner Porsche. Aber gut, wie viele Diebstähle, denkst du, gab es in den 2 Jahren, wo du jetzt hier die Shell hast? Letztendlich ist es schwierig zu sagen. Die Frage ist natürlich, Diebstähle, die wir mitbekommen haben, ja, oder Diebstähle, die eben nicht aufgefallen sind. Mhm. Aber grundsätzlich kann man sagen, wirklich Diebstähle, die man mitbekommen hat im Shop, tatsächlich vor kurzem der erste. Krass. Das ist eine gute Bilanz, würde ich mal also sagen. Zumindest die man eben mitbekommen hat. Ja. Mit Sicherheit wird mal so Kleinigkeiten schnell mal in die Tasche gesteckt oder das in die Handtasche. Kaugummi oder sowas, das passiert schnell. Das passiert tatsächlich leider, aber wir müssen sagen, wir haben hier echt ein super Publikum, super Kunden, nette Kunden und von daher können wir uns da echt nicht beschweren. Das ist doch super. Gut, die nächste Frage, Frage Nummer 3. Wie lange speichert eure Security-Kamera die ganze Footage ab? Das heißt, wenn jemand was einsteckt und du merkst, oh, da fehlt was, wie lange könntest du nachschauen? Das ist ganz einfach. Es ist gesetzlich geregelt. Okay. Bis vor kurzem waren das noch 48 Stunden. Aha. Und wurde jetzt erhöht auf 72 Stunden. Und da laufen die Kameras auch durch. Also es ist schon eine Menge Footage, die da entsteht. Ja. Weil ihr werdet es ja wissen. Was das Thema Footage angeht. Ich habe ja gehört, ihr macht noch so ein paar andere Videos. Ach so, okay, ja. OnlyFans meinst du, ne? Aber ansonsten, wie gesagt, ist gesetzlich geregelt. Auch nur Bildaufnahme, keine Tonaufnahme. Mhm. Wegen Datenschutz? Wegen Datenschutz, weil es einfach gesetzlich geregelt ist. Und somit ist die Frage eigentlich ganz einfach zu beantworten. Das ist doch so schön beantwortet, mein Lieber. Kann ich jetzt als treuer Kunde, ne? Stammkunde. Ja. Kann ich eine Treuekarte bekommen für Kaffee und Brezen sozusagen? Gibt es so eine schöne Stempelkarte oder sowas? Es gibt tatsächlich eine Stempelkarte für Kaffee. Das heißt, du kaufst 10 Kaffee, kriegst 10 Stempel und der 11. Kaffee ist dann gratis. Also das schauen wir schon, dass wir viel für unsere Kunden auch anbieten können. Ja. Und Treue soll natürlich auch belohnt werden, ne? Sieht man ja, ne? Ja, das sieht man ja. Und die Lkw-Fahrer kriegen ja auch immer einen. Lkw-Fahrer kriegen selbstverständlich immer einen Kaffee bei uns, so wie natürlich auch Mr. PPOV. Ganz wichtig, sonst ist er auch maulig. Jetzt dann auch beim nächsten Mal mit Hafermilch. Timo. Was ist denn die beste Uhrzeit zum Tanken und die schlechteste? Gibt es da sowas? Tatsächlich gibt es schon immer, aber die Tendenz ist zurzeit mit der Erhöhung der Spritpreise immer weiter Richtung Nachmittag gegangen. Also am Nachmittag sind die Preise immer günstiger als in der Früh oder am Vormittag. Und somit würde ich empfehlen, eher am Nachmittag zu tanken und nicht am Vormittag. Sehr schön. Wann sollte man, das habe ich schon gefragt, wann sollte man auf gar keinen Fall tanken? Wäre dann in der Morgens. Früh. Morgens, genau. Oder abends. Und wahrscheinlich so Feierabendverkehr ist wahrscheinlich auch böse. Feierabendverkehr ist auch, ja, es ist okay. Also grundsätzlich kann man sagen, am Nachmittag, so genau kann man es nicht sagen, weil die Preise ändern sich tatsächlich mehrmals am Tag, was vielleicht auch als, weiß ich, ob es interessant ist, wir machen ja keine Spritpreise tatsächlich. Ja, stimmt, das ist nochmal ein gutes Thema. Also wir als Tankstelle machen keine Spritpreise, das macht alles Shell
aus Hamburg. Mhm. Und wir müssen halt einfach damit leben und auch die, die Kunden diesbezüglich ja, so ein bisschen abholen. Ja. Und sagen, jo, ich kann leider nichts dafür, genau, wenn die eine negative Laune bekommen. Viele Kunden, die weiß nicht, am Beispiel jetzt am Nachmittag hier vorbeifahren, sehen den Preis, kommen dann eine Stunde später und dann beschweren sich, warum der Preis denn jetzt 7, 8 Cent teurer ist. Ja. Dann muss man einfach sagen, es ist, dass es einem leid tut, weil es wir einfach nicht steuern können. Gab es da schon unangenehme Situationen, dass sich jemand wirklich richtig beschwert hat und gedacht hat, was soll der ja, Scheiß? Ja, durchaus. Nach dem Motto, ich meine, wenn hier mal viel los ist, dann stehen die Kunden bis vor an die Straße. Ja. Und dann kann es passieren, dass wenn einer kommt bei einem günstigen Preis, mhm, bis einer Zapfsäule ist und tanken kann, hat sich der Preis dann leider schon wieder geändert. Das tut weh. Und im schlimmsten Fall dann ja, natürlich nach oben. Und dann kann man es verstehen, dass man sich da so ein bisschen ärgert. Natürlich, das kann man auch verstehen. Ist schon mal jemand hier ohne zu bezahlen weggefahren? Das gibt es tatsächlich öfters als ein Diebstahl. Beziehungsweise mhm, es zählt ist ja ein Diebstahl. Genau, es ist Tankbetrug. Ja. Dann ist der Fall, dann wird das in der Kamera nachgeschaut. Und anhand des Kennzeichens geht es dann über die Polizei. Und ich sag mal, zu 99% der Fälle wird das dann auch außergerichtlich geregelt. Mhm. Das Geld wird überwiesen oder wenn er von hier ist, kommt der Kunde nochmal vorbei und bezahlt. Wir hatten auch schon tatsächlich des Öfteren den Fall, dass ein Kunde getankt hat, losgefahren ist und nach 10 Minuten selbst wiederkam, sich entschuldigt hat und er hat es total vergessen. Er war mit den Gedanken woanders und das sind dann natürlich die angenehmsten Situationen. Ist wenig bzw. kein Papierkram und ja. Interessantes Thema, falsch tanken. Wie viele Leute habt ihr so, also nicht im Durchschnitt, aber passiert es oft, dass Leute falsch tanken? Es geht tatsächlich. Es ist ungefähr so zwischen 10 und 15 Mal im Jahr tatsächlich. Mhm. Du hast getropft. Also tatsächlich 10 bis 15 Mal im Jahr, wo das passiert. Es gibt dann einen Tankservice, der kommt dann hierher, der pumpt den Tank dann aus. Ja. Und dann kann der Kunde den richtigen Kraftstoff tanken. Blöd natürlich, er muss natürlich trotzdem beide zahlen. Ja, das also tut weh. Er das muss dann erst den falschen Kraftstoff zahlen und dann seinen eigentlichen, den er gebraucht hat. Und da ist man tatsächlich mit dem Service mittlerweile zwischen 400, 500, 600 Euro. Und das tut dann schon weh. Das tut richtig weh. Ja. Mit den aktuellen Preisen noch dazu, das ist böse. Das auf jeden Fall. Kommen wir zur letzten und besten Frage. Ja. Ist es schon mal passiert, dass jemand losgefahren ist, währenddem der Schlauch noch im Auto ist und das ganze Ding einfach mitgerissen hat? Hier bei uns tatsächlich nein. Okay. Wir hatten schon das öfter den Fall, dass ein Auto bzw. LKW an der Zapfsäule hängen geblieben ist, weil er hinten ausschert. Aber so grundsätzlich mal ein Schild angefahren, aber so Kleinigkeiten. Unsere Container, wo du vorher das Öl aufgefüllt hast, die wurden mal angefahren. Aber ansonsten nichts Gravierendes. Okay. Nein. Okay. Ja, mein Lieber, das waren alle Fragen, die ich habe für dich. Schön. So eine Frage für mich, Timo. Ja, wie hat es dir denn gefallen? Erstmal der Tag als Praktikant. Also, Tag als Praktikant finde ich sehr gut. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich werde mich jetzt auch in Zukunft hier bewerben. Ach so. Das würde ich gerne tun. Wir suchen ja aktuell. Ja, stimmt. Das ist wirklich eine gute und wichtige Information. Wir können mal gerne deine E-Mail-Adresse jetzt hier einblenden. Gerne. Und nochmal die Adresse. Du suchst, was suchst du denn? Was brauchst du? Grundsätzlich suchen wir Vollzeit, Teilzeit, Minijob, also 400 bis 50 Euro, beziehungsweise jetzt neu 500 Euro im Monat. Ja. Für die Frühschicht, für die Spätschicht, für am Wochenende. Also wenn irgendjemand Lust hat, hier zu arbeiten und hier, ich bin dann dein Praktikant, auch mal einen Praktikant haben möchte, ja, dann dürfen Sie sich gerne bei uns melden. Und ist auch ein guter Studenten- oder Schuljob nebenbei, kann man ja auf sagen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Timo ist ein ganz netter, das Team ist gut dabei, das heißt, das wird auf jeden Fall passen. Ja. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, also danke für diese Experience. Ich glaube, wäre ich jetzt bei einer anderen Tankstelle gewesen und wir würden uns so nicht kennen, hätte es mir nicht so viel Spaß gemacht. Aber doch, war wirklich sehr cool und deswegen echt danke für deine Zeit. Danke, dass wir diese wunderschöne Shell-Station nutzen durften. Sehr gerne, ihr seid ja immer willkommen. Das freut mich sehr. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall in einem der nächsten Videos mit Sicherheit wieder. Bestimmt, Timo? Also, Meister, schaut auch gerne bei Instagram bei Shellstation Dietz vorbei.
Und ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne liken, abonnieren und was noch? Die Glocke läuten. Ganz genau, richtig. Und wenn ihr wollt, könnt ihr es gerne mit eurem Eistee teilen. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.